Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend, den Freitagssport. Heute Abend mit Katja Stresow. Wie immer sehr gern. Guten Abend. Dann verschaffen wir uns jetzt einen Überblick. Eine Welt ohne Atomwaffen. Dafür kämpfen Überlebende von Hiroshima und Nagasaki. Ab heute sind sie Friedensnobelpreisträger. Selenskyj in Berlin. Bundeskanzler Scholz sagt dem ukrainischen Präsidenten weitere westliche Militärhilfe in Milliardenhöhe zu. Und Feuer auf der deutschen Ostsee. Vor Kühlungsborn brennt ein Tanker mit 640 Tonnen Schweröl an Bord. Es gab seit Einführung des Friedensnobelpreises insgesamt 19 Mal keinen Preisträger, meistens weil besonders schwere Kriege tobten. In diesem Jahr geht die Auszeichnung trotz Nahost- und Ukraine-Krieg an die japanische Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hidankyo. Auch weil es aktuell Staatschefs gibt, die wiederholt leichtfertig Atomdrohungen aussprechen. Die neuen Preisträger, Hiroshima- und Nagasaki-Überlebende, wissen ganz genau, was die tödlichste Waffe des Planeten anrichten kann. Jürgen Kehl. Als in Oslo die Verkündungszeremonie begann, gab es ein kleines Problem. Man hatte die Preisträger noch nicht erreichen können. Vielleicht auch, weil der Chef von Nihon Hidankyo in Hiroshima einen Termin hatte. Er saß bereit, um die aktuelle Preisvergabe zu kommentieren. Nihon Hidankyo. Das ist unglaublich. Ist das ein Traum? Das kann ich nicht glauben. Die Überlebenden der Atomangriffe von 1945, immer wieder erheben sie ihre Stimmen und warnen vor der Zerstörungsgewalt der Atombomben. 140.000 Menschen in Hiroshima, 70.000 in Nagasaki kamen um. Sie erlebten die Qualen. Es war alles pechschwarz. Es war nicht, als wäre die Stadt niedergebrannt. Nein, die Stadt war einfach weg. Senji Yamaguchi war 13, als die Bombe fiel. Das Grauen begleitete sein Leben. 10-mal sei er operiert worden. Seine Ohren habe man nicht mehr retten können. Wir sollen auf ihre Stimmen hören und ich hoffe, dass sich alle Staats- und Regierungschefs die Zeit nehmen für die schmerzlichen Geschichten der Überlebenden, die uns daran erinnern, dass diese Waffen nie wieder eingesetzt werden dürfen. Eine Botschaft, die in eine Zeit fällt, die immer mehr Kriege verkraften muss. Im Ukraine-Konflikt etwa spielt Russland mit atomaren Drohungen. Viele sehen den Iran auf dem Weg zur Atombombe. Nordkorea rühmt sich als Nuklearmacht. Noch hält das weltweite Tabu, Atomwaffen einzusetzen. Wie das Nobelpreiskomitee auch betont, stehen wir möglicherweise am Zeichen eines neuen nuklearen Rüstungswettlaufs in einer Zeit, wo auch Rüstungskontrollabkommen bereits größtenteils weggebrochen sind. Und auch dagegen möchte das Komitee ein Zeichen setzen. Sonderausgaben in Tokio. Der Friedensnobelpreis geht nach Japan. Ein Weg zum Frieden in der Ukraine ist derzeit nicht wirklich erkennbar. Beim heutigen Besuch von Ukraines Präsident Selenskyj in Berlin hat der Kanzler weitere umfangreiche Hilfe zugesichert. Gleichzeitig bemühen sich beide um eine weitere Friedenskonferenz. Und diesmal soll Russland aber teilnehmen. Klaus Brodbeck berichtet. Der Besucher kommt ohne Umwege per Hubschrauber ins Kanzleramt. Scharfschützen auf dem Dach, höchste Sicherheitsstufe. Volle Unterstützung sichert der Kanzler Wolodymyr Selenskyj zu. Militärisch, humanitär, diplomatisch, all das so lange wie nötig. Erstens, die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Zweitens ist es eine klare Botschaft an Putin. Ein Spiel auf Zeit wird nicht funktionieren. Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Und lieber Herr Wolodymyr, wir sind uns einig, dass es nach der ersten Konferenz von Birkenstock im Juni eine weitere Friedenskonferenz geben wird. Und wie du das gesagt hast, dass daran auch Russland teilnehmen sollte. Den zweiten Tag schon reist der ukrainische Präsident durch Europa. London, Paris, Rom, der Vatikan. Und stellt vor, wie er Frieden erreichen will. Siegesplan heißt das bei ihm. Heute werde ich den Plan vorstellen, wie wir unserer Meinung nach Russland zum Frieden zwingen können, wie wir diesen Krieg beenden können. Es wäre wünschenswert, dass es schon nächstes Jahr passiert, 2025. Auch den Bundespräsidenten traf Selenskyj. Danach geht es für ihn weiter, immer weiter, auf der Suche nach Unterstützung für sein überfallenes Land.
Ja, der Krieg in der Ukraine macht deutlich, wie wichtig Luftverteidigung sein kann. Das sieht auch die NATO und reagiert mit einer Reihe von Militärübungen. Die erste endet heute. In Griechenland, im westlichen Peloponnes, wurde die Zusammenarbeit verschiedener Kampfjets und neuer Flugabwehrsysteme getestet. 12 Tage. 12 Nationen. Deutschland war dieses Mal noch nicht dabei, aber insgesamt mehr als 130 Kampf- und Unterstützungsflugzeuge. Isabel Schäfers berichtet vom griechischen Luftwaffenstützpunkt Andravida. Diese Kampfjets aus Frankreich starten in einen fiktiven Kampf. Zusammen mit anderen NATO-Ländern üben die Franzosen, gegen einen gemeinsamen Feind zu kämpfen. Das Szenario, das wir hier durchspielen, besteht darin, ein feindliches Land anzugreifen. Wir attackieren Bodenziele und zerstören Flugzeuge, die uns daran hindern könnten. Das ist sehr realistisch. Der fiktive Feind sitzt in griechischen F-4 Kampfflugzeugen. Das simulierte Gegeneinander in der Übung soll zu einem besseren Miteinander in der NATO führen. Die Luftverteidigung wurde in vielen NATO-Staaten lange runtergefahren. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurde klar, die NATO muss weiter anziehen, und zwar schnell. Wir haben ein neues Gefühl der Dringlichkeit. Wir müssen trainieren, wir müssen bereit sein. Es tauchen neue Bedrohungen auf, wie Marschflugkörper, Drohnen, Cyberattacken, hybride Kriegsführung. Das neue Szenario ist, dass wir natürlich wegkommen mussten, und das haben wir auch bereits deutlich getan, von reinen Krisen. Reaktionsoperationen, sondern es geht jetzt wieder um Bündnis- und Landesverteidigung. Die NATO stellt sich also auf Kriegseinsätze auf NATO-Gebiet ein, was lange undenkbar war. Dafür wird auch das Zusammenspiel der Luftstreitkräfte mit den Streitkräften am Boden und auf dem Wasser trainiert. Die NATO trainiert hier, aber sie will auch ein Bild der Stärke, Schlagkraft und Geschlossenheit inszenieren, was sie in die Welt schickt, ganz besonders in Richtung Moskau. Ob die NATO sich in dem fiktiven Kampf durchsetzen konnte, bleibt geheim. Man habe aber auf jeden Fall an Erfahrung gewonnen, heißt es. Jetzt zum Krieg in Nahost. Auch heute sind nach UN-Angaben im Libanon 2 Blauhelmsoldaten durch israelischen Beschuss verletzt worden. Schon gestern gab es ja einen solchen Beschuss, den auch die deutsche Regierung verurteilte. Die israelische Armee sagt, dass sich Hisbollah-Kämpfer bewusst in der Nähe der Stützpunkte der UN-Friedensmission verschanzen. Bei den jüngsten Angriffen Israels auf Beirut sollen im Zentrum der Stadt 22 Menschen getötet worden sein. Die Zahl stammt vom libanesischen Gesundheitsministerium. Zurück nach Deutschland. Die Ampel hat sich auf letzte Details zum geplanten Sicherheitspaket geeinigt. Sie sehen unter anderem Änderungen im Waffenrecht vor, etwa Messerverbotszonen und mehr Kompetenzen für Sicherheitsbehörden. Nächste Woche soll der Bundestag dann darüber beraten. Die Koalition hatte sich nach dem Terroranschlag von Solingen auf Neuregelungen verständigt. Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, das die Qualität der Kitas verbessern soll, und zwar mit mehr Geld. Konkret sollen die Länder in den kommenden 2 Jahren jeweils 2 Milliarden Euro mehr bekommen. Das Geld soll vor allem für mehr Personal verwendet werden. Prognosen zufolge werden in Westdeutschland bis 2030 bis zu 90.000 Fachkräfte fehlen. In Ostdeutschland ist die Situation auch wegen sinkender Kinderzahlen günstiger. Gespannt blicken Christdemokraten und Christsoziale nach Augsburg zum CSU-Parteitag. Dabei geht es dort weniger um weitreichende Beschlüsse, eher um die Stimmungslage. Schließlich musste CSU-Chef Söder hinnehmen, dass der Kanzlerkandidat wieder von der CDU kommen wird. Und der, also Friedrich Merz, muss morgen die Delegierten umwerben, damit er im Wahlkampf mehr Unterstützung bekommt als beim letzten Mal Armin Laschet. Alexander Puhl aus Augsburg. Der Auftritt von Markus Söder, eine Mischung aus Selbstbewusstsein und Selbstmitleid. Deutschland sei im Niedergang, Bayern wirtschaftlicher Musterknabe. Die Ampel, so Söder, die bayernfeindlichste Regierung aller Zeiten. Mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr erneuert der CSU-Chef sein Dogma. Schwarz-Grün wird die Union, das ist meine Einschätzung, am Ende bei einer Wahl deutlich unter 30% bringen. Und deswegen sage ich aus voller Überzeugung Nein zu Schwarz-Grün für die CSU, liebe Freunde und Freunde. In seiner Partei spricht das viele an, aber längst nicht alle.
Mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten halten einige das Ausschließen möglicher Koalitionspartner für einen Fehler. Ihre prominenteste Stimme, Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei und Söders Stellvertreter. Die Grünen in der jetzigen Form sind für uns ein ganz schwieriger Partner. Allerdings, es ist eine demokratische Partei. Und wir müssen schauen, dass wir mit allen demokratischen Parteien im Gespräch sind. Ein weiterer Schwerpunkt, die Asylpolitik. Deutschland sei durch die unkontrollierte Zuwanderung überfordert, heißt es in einem Leitantrag des Parteivorstands. Die CSU fordert kein individuelles Recht auf Asyl, nicht mehr als 100.000 Asylanträge pro Jahr und Zurückweisung an den Grenzen. Dass wir selber entscheiden können, wer, wie oft, wie lang zu uns kommt und wir nicht immer nur achselzuckend dastehen und sagen, wir können nichts ändern. Morgen wird CDU-Chef Friedrich Merz in Augsburg erwartet. Markus Söder hat dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union seine volle Unterstützung zugesagt. Viele sind gespannt, wie diese Unterstützung wohl aussehen wird. An der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern herrscht große Sorge, nachdem Feuer auf einem Tankschiff ausgebrochen ist. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die Annika hat rund 640 Tonnen Öl geladen. Die siebenköpfige Besatzung konnte gerettet werden. Der Unglücksort liegt vor der Küste von Kühlungsborn. Das Gebiet im Radius von rund 5 Kilometern um das Schiff ist vorübergehend gesperrt. Susanne Seidel und Anja Kapinos berichten. Der Tanker brennt am Heck bei starkem Wind. Dieses Video gepostet in sozialen Netzwerken. Das Feuer bricht am Morgen aus im Maschinenraum, Ursache noch unbekannt. Die Küste und mehrere Ostseebäder nicht weit entfernt. Das Landesumweltministerium in großer Sorge um Natur und Umwelt. Auch Meeresforscher verfolgen das Geschehen angespannt. Feuer auf See ist eine der größten Gefahren, die man hat. Und wir haben ein sehr sensibles Ökosystem vor der Haustür und insofern bin ich froh, dass die Einsatzkräfte da sind, aber ich bin natürlich besorgt. Nach gut einer Stunde sind Einsatzkräfte vor Ort. Der Tanker mit 640 Tonnen Schweröl an Bord wird gekühlt von einem Bergungsschlepper und einem Schadstoffbekämpfungsschiff. Es brennt im Maschinenraum weiter, auch zur Stunde noch, Ursache noch unbekannt. Es sind Feuerwehr-Einsatzkräfte aus Lübeck, aus Kiel und aus Rostock im Einsatz. Zwei Teams aus Rostock waren bereits an Bord und haben dort Erkundungen eingezogen. Und wir entwickeln jetzt eine Vorgehensweise, wie wir das Feuer am besten löschen. Die Seenotretter kommen der Crew des brennenden Schiffes zu Hilfe. Mehrere Seeleute sind leicht verletzt. Das Seenotrettungsboot hat alle 7 Seeleute übernommen und wenige Zeit später in Kühlungsborn an den Rettungsdienst an Land übergeben. Auf der Reise dorthin haben wir die Menschen vorsorglich mit Sauerstoff versorgt. Laut Einsatzleitung ist der Tanker stabil genug zum Abschleppen in den Rostocker Hafen, wo weiter gelöscht werden soll. Im Laufe des Abends soll das Schiff dort ankommen. Die Gefahr eines Auseinanderbrechens sei zunächst gebannt, so das Havariekommando. Jetzt zu einer der aufwendigsten Bombenentschärfungen in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine amerikanische 500-Kilo-Bombe war bei Bauarbeiten auf einem Klinikgelände gefunden worden. Sie ist jetzt kontrolliert gesprengt worden. Zuvor mussten tausende Menschen im Stadtteil Merheim ihre Häuser verlassen. Ina Baltes berichtet. Es ist eine logistische Mammutaufgabe. Rund 600 Patienten aus 3 Kliniken müssen verlegt werden. Immer in Zehnergruppen fahren schon seit Mittwoch die Transporte vor. Heute haben dazu über 6000 Bewohner ihre Häuser verlassen. Die meisten nehmen es mit kölscher Gelassenheit. Es war eine längere Vorzeitplanung. Man musste also bei Zeiten schon alles fertig machen. Aber das ist klar, bei so einer Aktion hat man da volles Verständnis für. Rund 70 Patienten der Intensivstationen können allerdings nicht verlegt werden. Sie bleiben hier, in diesem extra verbarrikadierten Gebäude. Vor rund einer Stunde war es dann soweit, Aktion geglückt. Die 500-Kilo-Bombe wurde unter Sandmassen kontrolliert gesprengt. Für alle hier steht auch danach noch viel Arbeit an. Für uns als Feuerwehr ist der Einsatz erst zu Ende, wenn der letzte Patient in seinem Bett liegt. Und dafür ist auch noch das ganze nächste Wochenende geplant. Sprengkörperfunde sind Alltag in Köln, das im Zweiten Weltkrieg extrem bombardiert wurde. Aber so eine aufwendige Evakuierung gab es noch nie.
So, wir bleiben noch kurz in Nordrhein-Westfalen. In Krefeld hat ein Mann gestern Abend mehrere Brände gelegt. Er setzte zunächst ein Fahrzeug, seine Wohnung und ein Bürogebäude in Flammen. Dann versuchte er auch ein Kino anzuzünden. Die Polizei schoss den 38-Jährigen im Foyer nieder. Keiner der über 100 Kinobesucher wurde verletzt. Innenminister Reul wertet die Tat des Mannes als versuchten Mord. Es handelt sich nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers um einen vorbestraften Iraner, dessen Asylanträge abgelehnt wurden. Nach dem Durchzug von Hurricane Milton sind im US-Bundesstaat Florida mehrere Millionen Menschen immer noch ohne Strom. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 16. Einige Gebiete im Südosten der USA stehen nach wie vor unter Wasser. An vielen teilweise stark zerstörten Orten müssen sie jetzt aufräumen. Milton war in der Nacht zum Donnerstag von West nach Ost über Florida hinweggefegt. Als zweiter Hurricane innerhalb von nicht einmal 2 Wochen. So, jetzt kommen wir zur Fußball Nations League. Katja, in knapp 90 Minuten Anpfiff irgendwo bei Sarajevo. Ja, gute Autostunde entfernt. Dritter Spieltag heute. Deutschland trifft auf Bosnien-Herzegowina und wahrscheinlich auf ein Hexenkesselchen. Denn ins Stadion von Zweitligist Zenica passen nur 13.500 Fans rein. Laut soll es trotzdem werden. So sieht es aus. Mit Rost am Flutlichtmast, mit Moos an den Sitzschalen und flachen Tribünen. Von den umliegenden Plattenbauten sogar einsehbar. Keine Hightech-Arena, eher ein Ort für Fußballromantiker. Ich finde es ganz gesund, dass man auch jetzt nicht nur die top-europäischen Stadien gewöhnt ist. Ich glaube, wir alle haben kein Problem damit, dass die Kabinen vielleicht ein bisschen kleiner sind. Ich dusche auch nicht hier, also stört mich auch der Duschvorhang nicht. Ehe ist das Motto, erst die Arbeit, dann die Dusche. Damit die Pflichtspielpremiere gegen Bosnien-Herzegowina nicht zu neuen Sorgenfalten führt. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Wir haben Ziele in der Nations League, die wir erreichen wollen. Und dafür brauchen wir zwingend auch einen Sieg, klar. Gefordert ist nach insgesamt 7 verletzungsbedingten Ausfällen nun vor allem die zweite Reihe, um in einer hitzigen Atmosphäre den nächsten Schritt zu machen in Richtung Viertelfinale. Vor 12 Jahren spielte Lukas Podolski zuletzt für seinen Verein des Herzens, für den 1. FC Köln. Gestern Abend mit nur etwas Verspätung also sagte er vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion noch einmal Danke und Tschüss. Und ein paar Tränchen flossen auch. Es sind die ganz großen Emotionen, die gestern zu erleben sind. Lukas Podolski, der in Köln seine herausragende Karriere begann, wird noch einmal so richtig gefeiert. Tränenreich. Das kommt einfach und das sind einfach Emotionen, das ist einfach dieses Gefühl, was ich mit diesem Stadion, mit diesem Trikot und mit diesen Fans verbinde. Mit dabei sind neben ehemaligen und aktuellen Kölner Spielern auch etliche Weggefährten aus dem Weltmeisterteam von 2014. Wie Manuel Neuer, Per Mertesacker sowie Jogi Löw. Und Lukas Podolski zeigt, dass er es immer noch kann. Ein besonderer Sportler, ein besonderer Mensch. Schöner Abend, ein bisschen spielt er noch Fußball, erste polnische Liga bei Górnik Zabrze. Bis nächstes Jahr noch. Wo? Górnik Zabrze, 12. aktuell der polnischen Liga, habe ich nachgeschaut. Aber ist doch interessant, oder? Wenn man aufhört, dann 12 Jahre später Abschiedsspiel. Freuen wir uns auf das, was auf uns beide zukommt irgendwann. In 12 Jahren, nein, irgendwann dann. Vielen Dank, Katja. Nach kalter Nacht gibt es erstmal viel Sonne. Die Details zum Wetter hat gleich Östen Terli. Das Heute-Journal mit Christian Sievers gibt es dann ab 22 Uhr. Kommen Sie gut ins Wochenende, schönen Abend und bis morgen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Noch herrscht hoher Luftdruck und damit auch Sonnenschein, aber nicht nur, es wird kalt in der kommenden Nacht. Schauen wir uns erstmal die Wetterlage an, das Hoch hier, das verlagert sich allmählich ostwärts. Von Westen her driften neue Wolken rein und zum Nachmittag kommt hier auch etwas Regen auf. Ja, und in der Nacht, da klart es auf hier in der Mitte und weiter nach Norden hin Richtung Schleswig-Holstein einzelne Schauer. Und im Süden bildet sich auch Nebel. Hier, wo es so ordentlich aufklart, da gehen die Temperaturen auch
ordentlich zurück. -2 Grad frostig kalt hier in der norddeutschen Tiefebene und -1 Grad nach Osten hin, 0 Grad im hessischen Bergland. Morgen am Vormittag wirkt das hoch, nach Osten hin viel Sonne hier. Im Südwesten verdichten sich die Wolken und die werden dann zum Nachmittag deutlich kompakter und dann regnet es auch. Temperaturen erreichen bis zu 17 Grad am Alpenrand, der höchste Wert, sonst 12 bis 15 Grad. Die kommenden Tage am Sonntag, ja, da gibt es im Norden Schauerwetter mit viel Wind und teils mit Blitz und Donner, im Süden auch Regen, 11 bis 17 Grad. Montag von Südwesten her neuer Regen. Schönen Abend.